So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und zwar heute ein Update zu Shopify. Letzte Woche haben wir gesagt, als der Kurs hier ungefähr bei ja, 76 Dollar war, haben wir gesagt, dass ein Einstieg bei ungefähr 60 Dollar perfekt war und der Kurs hier runterkommen wird, beziehungsweise runterkommen sollte. Das Ganze ist dann auch eingetroffen. Der Kurs ist hier nach den Quartalszahlen um knapp über 20% gedroppt, ne? Auf ganz genau 60 Dollar, ne? 60,59, das ist natürlich crazy. Danach hat er sich so ungefähr bei 62 Dollar gefangen. Ich habe mir schon gedacht, dass er trotzdem ein bisschen weiter dann noch fallen wird. Ist dann hier nochmal ganze 6% gefallen. Aber wie gesagt, also wer hier einen Einstieg findet oder schon gefunden hat bei um die 60 Dollar, der hat hier wirklich einen guten Einstieg mitgenommen. Ne? Wenn man sich das ganze Chartbild hier nochmal anschaut, Kurs ist natürlich hier krass gelaufen, ne? Um knapp 100%. Seit dem Top hier bei knapp 92 Dollar. Ist man dann hier jetzt auch schon gedroppt um 35%. Wenn man dann von aktuellem Kurs ausgeht, bin jetzt hier noch nicht eingestiegen. Ich habe keine Limit Order gesetzt. Ich werde nächste Woche hier einsteigen, nochmal abwarten. Vielleicht kommt hier eine leichte impulsive Bewegung nach oben. Und dann sollte man mittelfristig auch wieder ansteigen. Wenn man sich das Ganze dann anschaut, mittelfristig wird es ein Weg nach oben. Und auf jeden Fall mal 50% bis zum Hoch hier bei 92 Dollar. Und sollte man dann weiter drüber schießen, wäre ein Potenzial von ja, bis zu 100% auf jeden Fall möglich. Bleibt hier einfach abzuwarten, was die nächsten Wochen dann noch passiert. Wie gesagt, würde immer noch sagen, dass hier sich ein sehr guter Einstieg findet bei zwischen 60 Dollar und maximal 50 Dollar. Weiter wird er auf jeden Fall nicht runterfallen. Wir schauen jetzt hier die nächsten Tage, was hier noch passiert. Wie gesagt, hier dieser Bereich ist meiner Meinung nach ein sehr guter Einstieg bei Shopify und dann mittelfristig hier eine sehr gute Rendite mitzunehmen. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, für wen ist die Shopify-Aktie denn überhaupt interessant? Wer würde hier mittel- bis langfristig gerne anlegen? Ich denke, dass hier, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Einstieg findet. Und dann würde ich sagen, warten wir die nächsten Tage ab, ob sich hier eine impulsive Bewegung das Ganze bestätigen wird. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche dann, sobald die Börse aufmacht, hier eine größere Position eingehen und dann mittelfristig werden wir hier auf jeden Fall eine sehr gute Rendite mitnehmen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, seid ihr investiert? Gefällt euch die Aktie? Was haltet ihr vom Einstieg um knapp 60 Dollar? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir hören uns. Peace.